Schwestern. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir eintreffen. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es! Ransom Hacker, sind Sie! Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Nun läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay. Dann los! Ich darf doch noch mitspielen. Du lebst! Ich bin... Ich, ah. Cool. Ich bin jetzt, nee, nicht cool, das heilt dich. Ja, okay. ich war ja nicht komplett voll. Ach so. Ich war ja fast... Verstehst du? Du hast mich ja geschlagen, du Drecksack. Hier, pass bloß auf, sonst hau... Ich hab keine Munition. Ich schon. Aber ich hab einen Helm auf, du kannst mich nicht schaden. Mich hast nicht du schaden. Im Kühlschrank? Nö. Aber deine hier kann ich abspielen. Deine Bude sieht ganz schön... abgewrackt aus. Ja, Mann. Guck mal, ist die deutsche Flagge. Wo? Schwarz, rot, gold. So ein bisschen. Der Marker. Audio. Wiedergabe. Nachricht 33. Anrufer Birdlife Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Ja, mach doch. Hier ich will aber aus. Nicht die Miete zahlen. Nein, nein, nein. Hier liegt noch eine Textnachricht. Ich lese mal vor, ja? Ja. Textlog. Gefunden. Drücke Tabulator. So, was drin steht. Persönliche Aufzeichnung, Isaac Clarke. Wir beide haben während des Albtraums auf der Titan Sprawl etwas von uns selbst verloren. Elifoala, ein Auge. Glücklicherweise fanden wir einen Ersatz, den wir uns leisten konnten. Zwar ist die Farbe nicht hundertprozentig richtig, aber zumindest kann sie sich wieder als ganzer Mensch fühlen. Ich habe einen Teil meiner Seele verloren und es gibt nichts, was ich tun könnte, um das Verlorene zurückzubekommen. Ich glaube langsam, dass das der Grund war, warum sie mich verließ. Die Menschen wollen immer etwas haben, das sie reparieren können, aber ich bin unwiderruflich kaputt. Ich habe auch gesehen, du hast hier ganz schön Whisky getrunken, ne? Ob das ein Wink ist zu unserer Mondmission vorhin? Whisky Delta 2 oder wie das hieß? Wahrscheinlich. Das ist aber sowas von. Okay, oh. Ich sagte, ich helfe Ihnen. Hast du auch so einen Balken? Wie lange ist sie schon verschwunden? Mhm. Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Oh. Balken? Balken-Sex. Ja. Moment, wohin müssen wir denn? Weiß ich nicht. Hier hinten B? Ist ein Aufzug. Aber ich, Was ist denn hier hinten? Ich gucke erstmal hier hinten. Da ist ein Aufzug. Den kann man tatsächlich sogar bedienen. Und verriegelt. Hier ist... Hier ist Warten. Also hier komme ich nicht durch. Okay, hier ist Warten.
Komm mal hierher. Was haben wir hier noch? Vielleicht nichts. No. Oh, schön, also, hier stehen die Mülltonnen im Flur. Ja. Von wem werden die abgeholt? Vielleicht wohnst du auch direkt an der Straße. Das kann auch sein. Ah ja, tatsächlich. Also hier bei Dead Space ist es halt so, wenn du irgendwelche Items hast oder sowas, dann siehst du das einfach mit der Helligkeit. Okay. Ach, können wir uns eigentlich gegenseitig blockieren? Wer sind Sie denn? Ja. Earthguards letztes Bataillon. Ja. Norton, Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Ich bin Sergeant. Was verstehen Sie daran nicht? Das gibt sonst niemanden mehr. Sieht's auf. Oh. Niemand mehr? Da ist unser Wagen. Los jetzt. Wir haben uns gefunden. Zum Wagen. Los, los. Wow. Ach, X. Oh, shit, da ist einer auf dem Auto. Wann jetzt? Mit, Hä? Konnte gerade mal zwei Schüsse abfeuern. Ja, ich habe mich gerade mal hingehockt. Hier lang. Sie sind hier unten. Hier liegt noch was. Isaac, Bewegung. Los, Entdeckung. Oh. Oh, fuck. Oh, was passiert denn hier? Wir müssen alle erschießen. Ja. Einfach erschießen, die Jungs. Hinten ist nichts. Wupp. Hier ist einer direkt. Warte. Sehr gut. Hier, heb mal alles auf, was du findest. Das kann ja, nicht Moment. Hilfreich sein. Norton, das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Echt mal. Blöder Penner. Was? Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Ich meine doch nicht dich. Okay, ich habe jetzt hier die andere Pistole. Hier, drück mal rechte Maustaste und dann Pfeil hoch, Pfeil runter. Da darfst du eigentlich deine Waffe wechseln. Ja. Sehr gut. Mausrad meinst du? Ja, Maus hoch. und runter. Sind wir richtig? Ja, hier oben müssen wir, glaube ich, blau. Hier ist blau. Oh, kommen, ja. Kommen wir da hinten rein? Nee, da kommen wir nicht rein. Dann nach dir, ja. Du gehst wieder zuerst, das hat dir vorhin schon Glück gebracht. Ja, da war nichts. Vielleicht ist jetzt ja auch hier nichts. Genau, beziehungsweise bist du dann so zwei Minuten später gestorben. Boah. Alter. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Inside-Prophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Also hier sind übrigens, die Kisten habe ich kaputt gemacht, ne? So. Was ist das denn? Munition war da drin. Ach cool, ja, hier auch. Das sind die Schränke. Munition. So, und das hier ist eine Werkbank. Die ist anscheinend nicht einsatzfähig. Mhm. Also wenn es genauso ist wie in Dead Space 1, dann kann ich hier ein Medipack aufnehmen. Das ist ja cool. Ups. Dann ist es so, dass wir in der Werkbank, wir brauchen so Energieknoten und dann können wir in der Werkbank unsere Waffen aufwerten und Rüstung und so weiter. Bitte. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Ah. Oh fuck, okay. Hör mal. Fräulein, wer war denn ditte? Du warst dit. Bam. Ins Gesicht. Oh, Vorsicht oben. Nicht so schnell. Wo? Ah, da oben. Ja. Ach nee, den meinte ich gar nicht. So. C, wenn die Stays niedrig. Achso. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, mit welchem Knopf man die Stase aktiviert. Damit verlangsamt man. Ach hier, guck, das brauchen wir hier wahrscheinlich. Scheiße. Der Freeway. Unbemannte Transporte, die halten für nichts an. Was ist mit unseren Stase-Einheiten? Wir können den Verkehr verlangsamen und dann rübergehen. Shit, wie denn? Fuck, So nicht. Entschuldigung. Da kam gerade die Meldung. Drücke C. Nee, steh um die. Guck. Steh um die Stays-Dingen. Aufzufrischen. Unbemannte Transporte, die halten für nichts an. Mann. Was ist mit unseren Stase-Einheiten? Wir können den Verkehr verlangsamen und dann rübergehen. So, hast du das gemacht mit dir? Ja. Oh. War eine super Idee. Du Massenmörder. Sah aber super aus. Nee, da sitzt ja niemand drin.
Achso, das haben wir doch gerade gesagt. Und unbemannt und so. Hier links war ein Raum. Ja, mit Items. Was? Hier links gleich. Was ist das denn? Artefakt entdeckt. Zum Ansehen Tab drücken. Ja, ich mach grad mal. Ah, shit. Und jetzt mit den. Ja, mit den Pfeiltasten. Wo ist denn das Artefakt? Ich sehe kein Artefakt. Ich auch nicht. Ressourcen, Waffen, Inventar, ganz oben. Wie kann ich denn. Weiß ich nicht. Wie komme ich denn da ganz oben rein, sag mal? Ich weiß es nicht. Ach doch, mit 1, 2, 3. Ach so. Das ist doch mal 1. Hier. 2. Auch auf die 3 und dann drei? Earth Goth Artefakt. Ah. Du bist dran mit Lesen. Auszug aus Earthgoths Ende. Fragezeichen. Earthgoth offizielle dementierten gestern Gerüchte, die Regierung sei nicht mehr in der Lage, die um sich greifende Gewalt einzudämmen, die die Kolonien in den letzten Wochen erfasst hatte. Hier sieht er das Komma aus ein bisschen wie ein Punkt. Die Wild begann vor 16 Tagen auf Uxor nach einer einjährigen Kampagne der Church of Unitology. Seit Beginn der Unitology-Aufstände ist der Kontakt zu 5 Kolonien abgebrochen. Es gibt Gerüchte, dass Labore bombardiert worden sind und Augenzeugen berichten von brutalen Morden kurz danach. Jesus hätte sowas nicht zugelassen. Gott habe ihn selig. Unfall registriert. Mensch, das ist ja ein fortschrittliches System hier, Mensch. So eine kleine Karambolage hier. Oh, von hinten kommt was, ich muss hoch. Schnell. Wo denn? Von unten wieder. Oh, da muss ich mal nachladen. Wollen wir wieder runter und uns die Sachen holen oder gehen wir einfach weiter? Wir gehen weiter, oder? Ja, machen wir. Kommen wir hier rein? Ja, müssen wir, glaube ich. Warte mal, aber dann gucken wir mal hier hinten. Hier sind nämlich noch 2 Schränke und eine Kiste. Oh. Yippie. Sag mal, ist es normal, dass ich irgendwie so einen Anzug habe und du nicht? Na, du bist doch ein Military-Typ und ich war gerade in meiner Butze und hab einen gesoffen. Lauf. Komm, wir gehen weiter, spart Muni. Mann getötet? Hä? Wie stirbt denn der nicht? Du musst nur auf den Kopf schießen. Ich hab gedacht, ich könnte ihn mit dem Schnitter hier einfach an den Hals ansetzen. Sind das die Polizisten oder was? Ich glaube ja. Wir müssen aufs Dach. Drücke 1, 2, 3. Waffe wechseln, okay. Wasn't me. Wir hatten hier eine Party gefeiert. Das sieht nach Bosskampf aus. Oh. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden. Das ist hundertprozentig ein Bosskampf. Die Unternehmen, hinten geht's weiter. Wir zuhören. Haben es verpasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir. Aber fürchtet euch nicht. Denn es gibt eine Zukunft. Basti! Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan. Da ist ein Hipster im Fernsehen. Ich finde den cool. Bin totaler Fan. Totaler Freak ist es. Okay, reicht mir jetzt aber auch. Wir können gar nicht durch die Türen. Wir werden weiterleben. Nicht als Mensch. Verzeih. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelerei. Was hier? Ja. Ach, da bist du. Hörst du nicht, was hier wird gesprochen? Wenn ich sag, Chef mit dem Marker experimentiert, der hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Und ich bin diese Botschaft. Brüder und Schwestern. Also, es geht immer von vorne los. Ja. Das Zeitalter der Menschen. Aufzug. Neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele. Wo denn? Hier hinten. Zu wenig Platz. Die darf man überall nicht, oder was? Verriegelt? Ja. Denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verpasst. Hallo? Wieso kann ich nicht über dich rüberlaufen, mein Freund? Wir einst unsere Zukunft anvertrauten. Ach, hier, das ist ja schön. Da kommt irgendwas verspätet. Dredger Corp. Ja. Okay. Was haben wir da noch? Luna-Nachrichten. Hier ist Speiseplan. Was? Speiseplan? Ja.
Guck, was hier, 2:20 Uhr. Morgens gibt's Zahlensuppe. Oh, Zahlensuppe, das schmeckt so lecker. Kennst du noch diese Suppen mit den Zahlennudeln drin? Ja. Oh. Au, jetzt bin ich tot. Nee, jetzt bin ich tot, oder? Nee. Der hier lebt noch. Ich lebe noch. Bringt ihn her. Also, ich bin tot. Och, Manu. Ah. Der ist auch tot. Ich glaub auch. Also klar. Elvis ist im Haus. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Der Hipster. Spenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Basti, mach irgendwas, Alter. Ich kann nichts machen. Ich muss nur gucken. Irgendwas. Ich muss gucken. Töte ihn. Das ist wie mit Brüsten. Ich kann nur gucken. Ich kann nur nichts. Er gibt auch immer eine Augenexplosion. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Oh, oh. Ja! Sehr gut gemacht, Basti. Danke, danke. Aua. Du hättest nur nicht runterfallen sollen. Ja, das waren ja weiche Leichenteile. Mann, Brust und Bäuche, auf denen ich gelandet bin. Oh, guck, ich lebe noch. Du lebst noch? Oder ist es jetzt wieder ein anderer? Bin doch nicht austauschbar. Guck mal, hier schon wieder ein halbes Leben verloren. Ja. Immer außerhalb, immer während der Cutscenes verliere ich Leben. Wie, wenn da zwei Cutscenes... Scheiße. Up above the world so high, like a diamond in the sky, when the blazing sun.